Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Works and Resources Double Republic. In der letzten Folge hatte ich ja gesagt, dass ich nach einem W50 Kipper schauen möchte. Das ist auch eine Mod, die sehr viel laden kann. Ich habe das Ding gefunden. Ich will nicht sagen, war ein bisschen schwierig, aber ich habe halt nicht richtig nachgeschaut. Ja, so ist es halt immer, ne? Und zwar gibt es den schon, und zwar hier ganz normal als Kipper. Ich habe halt bei geschlossenen LKW und offenen LKW nachgesehen, aber wie gesagt, den gibt es nur als Kipper. Und da haben wir den ganz normal mit bei. Das Coole hier ist, der kann wirklich 10 Tonnen, nee, Leergewicht ist 10 Tonnen, aber der kann 12 Tonnen laden und das ist schon ordentlich. Es ist schlichtweg genauso viel wie der T138, der ja quasi der Über-LKW ist. Aber dank dieses W50-Mods können wir jetzt den T138 im Prinzip überall durch W50 ersetzen. Mit Anhänger, und das sieht auf jeden Fall cool aus, möchte ich jetzt auch tun, zumindest da, wo es Sinn macht. Und wir können sogar die Farbe ändern. Und da kommt dann natürlich nur ein Babyblau oder sowas in Frage, ne? Aber bevor ich das jetzt mache, möchte ich noch ganz kurz was zu den Baustellen hier. Denn ich habe ja in der letzten Folge die Bahnverbindung aufgebaut für den Export von Treibstoff und Bitumen. Jetzt habe ich gerade ein bisschen viele Baustellen hier am Laufen. Das möchte ich mal kurz ändern. Sprich, ich setze hier mal den Bau kurz aus. Also alle Baustellen in der Stadt deaktiviere ich vorerst einmal, denn ich möchte auf jeden Fall erstmal zum einen hier das hier fertig bekommen, diese Baustelle, damit wir hier einen Zug fahren lassen können, um dann eventuell irgendwann mal hier Arbeitskräfte hinbringen zu können. Ganz, ganz wichtig ist, dass der Bahnhof fertig wird, lasse ich also auch aktiviert. Und theoretisch müssen wir dann schauen, dass wir mit der Ölraffinerie langsam mal anfangen. Aber jetzt noch ein anderes Problem, und zwar werden die Arbeitskräfte von dem Konstruktionsbüro hier oben, hier Konstruktionsbüro Nummer 3, werden ja von dieser Bushaltestelle hier unten geholt. Und hier kommen kaum Arbeitskräfte an. Das hat zwei Gründe. Zum einen rennen sehr viele Arbeitskräfte hierher. Wir haben jetzt hier, ja gut, jetzt geht es gerade so, sage ich mal, mit 22 Verkäufern, aber wir könnten 200 Kunden mit den 20 Verkäufern hier abarbeiten, und das ist unnötig viel. Das heißt, ich reduziere das mal ein bisschen und gehe einfach mal auf, ja, sagen wir mal, ich maximiere das mal, also sag mal maximal 15 Mitarbeiter, und gut ist erstmal. Dann haben wir die schon mal übrig. Dann können wir noch dahergehen und hier bei den beiden Gebäuden sagen wir einfach, okay, alle Arbeitskräfte hierher zu dieser Bushaltestelle, so dass wir wirklich immer genügend Arbeit, ja gut, genügend sind es nie, ne? So dass hier mehr, ihr seht auch schon, wie die gleich losrennen, dass wir hier mehr Arbeitskräfte dann für die Baustellen haben. Dann sparen wir natürlich jetzt noch, weil wir. Genau, das hat noch gefehlt. Okay. Dann sparen wir noch Arbeitskräfte, weil wir jetzt ja hier die Baustellen auch eingestellt haben. Und es müsste eigentlich über kurz oder ja, jetzt kommen da immerhin schon mal ein paar Arbeiter. Gut, das läuft auf jeden Fall schon mal. Haben wir jetzt hier schon Arbeitskräfte? Ein Fahrzeug, keine Arbeiter. Aber das wird jetzt dann peu à peu kommen. Das schon mal als erstes. Und jetzt schauen wir uns die Sache mit dem W50-Kipper mal an. Denn wir haben ja hier, also wir haben den natürlich noch an anderen Stellen. Wir haben zum Beispiel hier bei unserer Bauindustrie. Aber ob wir jetzt hier so einen T138 vorn haben oder den W50, spielt keine Rolle, sehen wir eh nichts. Aber hier bei dem Konstruktionsbüro, da werden wir die austauschen. Nutzen wir die Chance, fehlt da noch ein LKW, ja? Und verkaufen die T138. Ganz stumpf einfach alle. Und ersetzen die dann durch den W50. Okay, jetzt aufpassen. Kein falsches Fahrzeug verkaufen. Also kein Kran zum Beispiel. So, und das ist dann der letzte Kipper. So, ein Kran ist also gerade irgendwo auf einer Baustelle. Und wie gesagt, jetzt nehmen wir den W50. Gut, wir können einfach hier nach hinten gehen. Und welche, also so lila, was haben wir da für ein Blau? Okay, wir nehmen das Blau und dafür brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Stück. So schaut doch das ganz gut aus. Jetzt haben wir W50 mit Anhänger und ordentlicher Ladekapazität. Super. So, sind das jetzt. Ne, die bringt zur unserer Bauindustrie. Das ist Konstruktionsbüro, 33 Arbeiter, na immerhin.
Okay, dann können wir die Zeit mal ein bisschen schneller einstellen. Denn wir haben nämlich ein ganz, ganz kleines Problem. Gerade in den großen Gebäuden haben wir hier 35 Leute können nicht arbeiten, 36 Leute, weil es keinen Kindergarten gibt. Hier haben wir dasselbe. Und da fehlen natürlich ordentlich Arbeitskräfte. Hier sind sogar 60 Arbeiter. Problem ist, dass der Kindergarten im Prinzip, ne, 70 von 49 ausgelastet ist. Und dasselbe gilt auch für die Schule. Deswegen, und die Schule massiv, ne? Deswegen bauen wir hier ja schon das Neue. Allerdings möchte ich jetzt halt wirklich erstmal ein paar Sachen hier priorisiert fertig haben. Und ihr seht, das geht auch ganz gut voran. Das heißt, wir werden jetzt zum einen hier das Bahndepot bauen. Dann hier den. Okay, es baut sich ja eh schon parallel. Und dann werden wir hier rüber switchen und werden hier Kindergarten und Schule weiterbauen. Respektive halt den Bahnhof. Das sollte hier gleich fertig sein. Ja, schaut, wie schön schnell das runterzählt. Ja, mit 53 Arbeitsleuten, Arbeitskräften geht das natürlich schnell, ne? Bäm, fertig. Sehr gut. So, das Gebäude braucht auch keinen Strom. Braucht das Strom? Es gibt keine elektrische Verbindung. Gut, braucht keinen Strom. Passt. So, die nächste Baustelle, die fertig wird, ist dann hier. So, hier zieht es gerade nicht runter. Wir haben keine Arbeitskräfte da, aber ich hoffe, das Problem löst sich hier. Na, immerhin drei. Wie viele Arbeitskräfte haben wir hier drin? Fünf. Fünf. Ja, das wird dann schon, das wird dann schon. Okay, schauen wir zu den anderen Baustellen. Und werden jetzt schauen. Ich möchte hier noch neue Fußwege bauen. Das können wir jetzt auf jeden Fall noch machen. Bevor wir dann hier weiterbauen. Und zwar geht ja hier zum einen das Wohngebiet dann weiter. Moment, ich werde das mal von der anderen Seite bauen. So, dass wir das natürlich schön parallel haben, ist klar, ne? So. Und jetzt brauchen wir hier noch Fußwege. Denn bisher könnte ja die Schule und der Kindergarten, also die Schule nur über den Straßenanschluss und der Kindergarten nur über diesen Fußweg und den Straßenanschluss. Und das ist natürlich ein bisschen wenig, also die Erreichbarkeit, ne? Das können wir. Hier kommen wir rum, okay. So, wir machen hier einen Anschluss, nehmen hier natürlich gleich den Bahnhof mit. Ist klar, dass die Leute hier auch. Okay, das kürzt jetzt nicht viel ab, ne? Aber auf jeden Fall die Verbindung zur Schule und zum Kindergarten hier. Okay. Ja, so können wir das machen. Ich kaufe das mal, weil ich möchte da was ändern. Genau. Na, wir kommen da sogar rum. Sehr schön. Aber an die Straße kommen wir nicht dran. Ja, dann können wir es auch so bauen. Und dann möchte ich natürlich noch eine Verbindung von hier unten haben. Okay, sehr gut. So, jetzt können die Leute von hier unten natürlich auch nochmal optimal Kindergarten und Schule erreichen. Und dasselbe müssen wir im Prinzip dann hier auf der Seite auch nochmal machen, wenn wir dann hier Wohngebäude haben. Aber wie gesagt, bevor wir hier Wohngebäude bauen können, müssen wir auf jeden Fall die beiden Gebäude fertigstellen. Ich kaufe auch das jetzt gleich. Ich kaufe auch die Straße, die wir oben geplant haben. So. Jetzt schauen wir nochmal hier rüber. Das müsste der Bahnhof sehr gut. Der Bahnhof ist fertig. Dann können wir jetzt wieder die beiden Baustellen wieder aktivieren. Und jetzt müssen wir schauen, dass auch alle Konstruktionsbüros die Baustelle jetzt finden, weil wir wissen ja, Konstruktionsbüro 4 mag immer nicht so. Und das ist halt wichtig, weil Konstruktionsbüro 4 bringt den Beton. Und wir sehen schon, das streikt. Wie immer quasi. Und da fahren unsere W50 los, sehr schön.
Okay, dann weisen wir die beiden Baustellen noch zu. Und schon geht es hier auch los. Also ich sag, das ist immer wieder dieses Vierer, was nicht möchte. Ich würde es ja verstehen, wenn die streiken würden oder so, ne? Aber schaut, jetzt fahren sie hier armeeweise raus. So, was haben wir hier für ein Fahrzeug? Eine neue Straßenbahn. Und... ja, es war Straßenbahn-ähnliches, aber es war keine Straßenbahn. In echt bin ich mit so Dingen mal mitgefahren. Ist aber lange her. So, das Gute ist, hier haben wir jetzt natürlich schon Arbeitskräfte. Das heißt, der Bau sollte relativ schnell vonstatten gehen. Sobald denn dann die fehlenden Baumaterialien da sind. Ach, den kann man sogar noch die Farbe ändern, wenn er schon unterwegs ist. Schön, der fährt jetzt natürlich ganz stumpf über den Fußweg. Okay, so sollte das relativ schnell vonstatten gehen hier. Okay, es fehlen immer noch 60 Tonnen Asphalt. Ach, die... ah, die haben jetzt eben nur den Kies gebracht, okay. Ja, und dann nochmal 158 Tonnen Beton. Ah, da kommt der Beton, sehr schön. Okay, dann können die beiden Gebäude jetzt soweit erstmal weiterbauen. Das macht dann auf jeden Fall Arbeitskräfte frei. Und ich bin mal gespannt, wie lange es... ne? Ganz langsam zählt schon. Ja gut, es hat auch wieder ein großes Gebäude, ne? Gut, dann werde ich den Rest der Zeit jetzt damit verbringen, dass ich mir hier hinten die Sache mit der Ölförderung nochmal anschaue. Denn derzeit ist es so, dass wir nicht genügend Rohöl für alle Züge hier haben. Und wir brauchen ja auf jeden Fall mehr Rohöl. Mehr Rohöl schadet nie. Sprich, ich werde hier noch ein paar Ölpumpen bauen. Ja, die Leitungen sehen super aus, ne? Das hatte ich ja in der letzten Folge auch gebaut, die Leitungen, und habe es dann nochmal nachgebessert, damit es besser aussieht. Und ich denke, so ist das ganz gut, wie es bis hier jetzt aussieht, ne? So, Öl müssen wir hier auf jeden Fall noch haben. Ja, bei weitem genug Öl. Wir können den ganzen Bereich hier noch machen. Ja, der Pfeil ist nur, um die Größe hier zu ändern. Nicht, um das auszuschalten. Ja, also wie gesagt, hier ist auf jeden Fall, bis hier hinten haben wir noch Öl. Na, bis zur Grenze, sehr schön. Okay, ich versuche es natürlich wieder ziemlich genau zu bauen, ihr kennt mich. Ich bin da pingelig. So bis etwa fast bis ran. Sehr gut sieht das aus, okay. Dann brauchen wir eine Pumpe hier dazwischen. Da müssen wir mal schauen. 3 zu 1. Und ja, das ganze Zeug muss dann natürlich wieder mit Straße verbunden werden, ist klar. Und natürlich Strom brauchen wir, wie sich das so gehört. Ein bisschen nah. Wahrscheinlich auch noch zu nah, ne? Ja, das kann ich ruhig ein bisschen überschneiden. Ich möchte es auch nicht zu nah an die Straße unten ran, falls wir noch mit einer Stromleitung oder sowas durch müssen. So, und jetzt können wir im Prinzip hier noch mal eine reguläre. Pumpe.
So. Hier oben brauchen wir jetzt natürlich keine platzieren. Das ist dann doch zu nah, ne? Dann hier noch mal eine her. Und ich würde sagen, dann machen wir hier jetzt die letzte. Ja, ich denke mal, das sollte dann wirklich ausreichen. Und dann noch zwei weitere. Moment. Und jetzt hier noch mal eine. Ja, das sind ja nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nochmal 10 weitere Ölpumpen, das sollte reichen. Mehr, also mehr mache ich da nicht, ne? Das ist dann wirklich genug. Okay, ist parallel passt. Und wir brauchen jetzt auch nicht so weit nach oben gehen. Wir machen es nur nach dort. Okay, und da passt ja keine mehr hin. Okay, aber damit ist dann jetzt wirklich der Ölproduktion genug Schuldigkeit getan. Moment, ich mache das gleich noch aus, brauchen wir nicht mehr. So, und auch jetzt wieder zuallererst natürlich die Straßen. Da müssen wir jetzt mal schauen. Es würde Sinn machen, wenn wir hier irgendwie... Ah, wir können von hier oben das nehmen. Hier müssen wir jetzt die Pipeline nochmal wegmachen. Das macht natürlich keinen Sinn. Also hier zuerst die Straßen, wie immer, ne? Und erst zum Schluss die Pipelines und Strom. Ja, so wieder schön gleichmäßig, ne? Aber da geht's nicht. Naja. Ich muss ja vor allem mal schauen, ob dann die Feuerwehr überhaupt noch bis hierher fährt. Ich glaube, das ist zu weit weg. So, und schon sind die Straßen komplett angeschlossen. Ich klicke mal die Feuerwehr an und schau mal. Obwohl, so weit weg ist es gar nicht, ne? Oh, okay. Gut, unsere Ölindustrie können wir halt nicht schützen. Durch unsere Feuerwehr. Ja, da muss ich nochmal eine neue bauen. Muss ich mir dann aber anschauen. Also wir wollen auf jeden Fall nicht, dass hier was abbrennt, ne? Okay, so, nachdem wir jetzt die Straße gemacht haben, folgen dann jetzt die Pipelines. Und danach dann, genau, die Pipelines, Micha. Und danach dann die Stromverbindungen. Okay, wir machen die einfachen Pipelines zuerst, ne?
Ganz easy hier. So, ab hier geht's nicht mehr. Okay, hier ist der Abstand zu kurz. Aber vielleicht von der Seite aus. Ah, schaut her, da funktioniert das. Also schaut da auch, dass er wirklich von beiden Seiten aus mal versucht, das zu bauen. Meistens klappt es dann von der anderen Seite, wenn es von einer nicht funktioniert. Ja gut, hier haben wir jetzt ja keine. Da könnte hier vielleicht noch eine bauen. Oder wir lassen den Anschluss einfach, falls ich hier nochmal so eine, ja, so eine mehrere, also so eine Kette bauen möchte, wie eben schon. Aber wie gesagt, also ich bin da jetzt fertig. Mehr mache ich da nicht. Na, und hier haben wir schon wieder so ein Ding. Müssen wir schon wieder von der anderen Seite machen. Ich glaube, hier sind wir nicht ganz in einer. Ist egal, ist egal. Das sieht super aus, so wie es ist. Das lassen wir so. Ach, hier will es uns ärgern. Oha. Okay, da hat es ein bisschen gestreikt. Ne? Okay, dann fehlen nur noch die beiden hier oben. Okay, passt. Okay, also je nachdem, wie die Kreuzungen der Wege da drunter sind, kann es sein, dass es nicht so richtig funktioniert. Also es klappt. Ja. Man muss ja nur einen kleinen Knick reinmachen. So, dann haben wir das. Alles ist miteinander verbunden. Und wir haben unsere Ölfuttermenge auf jeden Fall nochmal erhöht. Ich werde jetzt die Pipelines für den Schnäppchenpreis von 151.000 Rubel auch kaufen. Okay, und jetzt schauen wir uns mal an, wie es jetzt mit den beiden Gebäuden in der Stadt aussieht. Sprich... Ah, also der Kindergarten ist fertig. Wir haben hier keinen Strom. Hätte das gedacht. Und die Schule immerhin schon fast zur Hälfte. Gut, dann müssen wir uns jetzt hier natürlich noch um den Strom entsprechend kümmern. Also die Sache mit dem Strom nervt mich ja eigentlich schon so ein bisschen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ohne Strom bauen wäre irgendwie, ich weiß nicht, ne? So, schaut her, 11 Arbeiter können nicht arbeiten, weil es keinen Kindergarten gibt. Okay. Das haben wir also schon mal deutlich reduziert. Damit haben wir natürlich die Anzahl der verfügbaren Arbeiter erhöht. Aber wir brauchen hier natürlich mehr Mitarbeiter und vor allem brauchen wir mehr Strom. Sieht ja nicht schick aus. Wie gesagt, hier Kindergarten und Schule als Mod in der Videobeschreibung und den W50. Von hier gibt es natürlich auch in der Videobeschreibung. Und da könnt ihr euch das runterladen und selber nutzen. Gut, dann schauen wir uns an, dass wir uns jetzt hier noch Strom reinbekommen. Ich würde sagen, wir können noch von hier nochmal abzweigen. Also wir haben hier ja noch genügend Kapazität übrig. Aber früher oder später werden wir noch mit einer weiteren Starkstromleitung kommen müssen. Beziehungsweise wollen wir unseren eigenen Strom herstellen, ne? So, ich will nur mal schauen, wir haben hier nochmal. Ja, okay, da sind wahrscheinlich 10 Meter oder sowas, ne? Dass es nicht hinhaut. Und hier ist es wahrscheinlich genauso. Ja, ja, ja. Okay, dann schauen wir, dass wir uns hier noch den Strom wegholen. Wir haben ja hier noch zwei Anschlüsse frei.
So, hier möchte ich ja noch mit Wohngebäuden herkommen. Ihr müsst auch ein bisschen schauen, dass die Transformatoren, das ist nicht so, nee, die Umspannwerke, dass die Umspannwerke sich so ein bisschen überlagern. Denn der geforderte Strom kann durchaus mal noch ein bisschen ansteigen. Und die leisten halt nur, haben halt nur 2 Megawatt Leistung. Und wenn die 3 Megawatt abrufen, dann funktioniert das nicht. Also schaut ruhig, dass ihr davon ein paar mehr baut. Jetzt möchte ich das hier nicht unbedingt. Ja, doch, bauen wir so. Wir brauchen hier den Strom, also machen wir das auch so. Wir können das ja sogar. Wir brauchen das ja nicht komplett bis hier reinbauen, ne? Dann würde ich sagen, wir schauen mal ganz kurz, was wir hier an Wohnhäusern dazwischen bekommen. Natürlich unter den Mods, ne? Wo ist der ganz hohe Block? Den haben wir hier. Okay, also der wird auf jeden Fall reinpassen. Und der, wenn dann nur so. Oder würden vielleicht sogar zwei nebeneinander hinpassen. Also so und so. Okay, eben ist alles, passt. Ja, dann mache ich hier einfach eine Straße. Und da kommt jetzt die Stromversorgung hin. Sprich, das Umspannwerk hier oben. Ja, fast fertig, sehr schön. Ja, die Konstruktionsbüros sind fleißig, ne? Man muss die nur mal machen lassen, dann kommt da auch was bei raus. So, dann müsste die Straße auch noch durchpassen dann. Moment. Nee, natürlich nicht. So. Und wehe, wenn jetzt die Straße da nicht durchpasst. Okay. So, dann können wir das wohl lassen. Ich werde jetzt den Strom gleich soweit fertig machen, dass der Kindergarten wirklich arbeiten kann. So, jetzt schauen wir uns das nochmal an. Keine Stromversorgung. Oh, ich habe die Straße gekauft. So, jetzt läuft die Sache. Okay, wir haben auch gut Arbeiter. Da sind Studierte drin, die arbeiten in der Kinderbetreuung. Ja, gute Kinderbetreuung, ne, ist wichtig. So, Schule arbeitet auch. 600 Schüler passen da rein. Sehr gut. Okay, damit haben wir unserer Bildung einen riesengroßen Gefallen getan. Okay, hier haben wir immer noch nicht ausreichend, also, ne, aber das können wir auch nicht mehr ändern. Aber auf lange Sicht wird das natürlich deutlich entspannt wirken. Schau dich an, hier fast 300 Schüler hier drin. Das hier schreie bei so vielen Babys. So, dann haben wir hier unsere Universität. Da haben wir inzwischen auf jeden Fall genügend Universitätsprofessoren. Ja, da haben wir genug Professoren drin. Wir können hier also ein bisschen wenig Studenten, ne? Aber auch die Studentenzahl werden wir irgendwann erhöhen. Wir werden hier die Forschung aktivieren, elektronische Schaltkreise. Denn Professoren haben wir auf jeden Fall zur Genüge übrig. Können die sich da ein bisschen austoben? Neuer Triebzug, okay. Oh ja, der LKW ist schon ein bisschen älter, ja. Der kam schon vor längerem. So, ja. Sehr schön. Also, Bildung ist gerettet, sage ich jetzt mal dazu. Jetzt können wir schauen, dass wir unseren Konstruktionsbüros wieder neue Aufgaben zuweisen. Und da habe ich auch schon was im Kopf. Und zwar hier.
unsere Raffinerie und die beiden Kraftstoffspeicher, Ölkraftstoffspeicher. Oh nein. Jetzt habe ich es gekauft. Okay, gut, okay. Ha, Konstruktionsbüro 4 ist mit dabei. Sehr schön. Warum nicht immer so? So, jetzt können wir das hier bauen. Sehr schön. Denn wir haben jetzt hier auf jeden Fall Arbeitskräfte frei. Ne, 5 Arbeiter ohne Job, das ist okay. Auf jeden Fall mangelt es jetzt nicht mehr an Kindergarten und Schule. So, dass wir jetzt hier dann auf jeden Fall genügend Arbeitskräfte frei hätten. Was heißt genügend? Dass wir hier halt mit der Produktion in der Raffinerie anfangen können. Die Kräne, die auch schon alle da sind, ne? Okay, dann werde ich das Video an der Stelle beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und in der nächsten Folge schauen wir dann, dass der Bereich hier komplett soweit fertig wird. Ich erinnere nochmal daran, dass der W50 hier in der Videobeschreibung verlinkt ist. Genauso wie Kindergarten, Schule und die beiden Wohngebäude hier. Also wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Abend und ciao, bis zum nächsten Video.